Also ihr seht, wir konzentrieren uns schon auf unsere Diebesfertigkeiten. Krieger haben wir jetzt noch gar nicht. Aber es wird definitiv nicht so bleiben. Also ich werde komplett nach Nutzen skillen, wo ich denke, ja, das ist sinnvoll. Ungeziefer beschwören werde ich zum Beispiel sehr lange nicht hernehmen, weil das halte ich irgendwie für... Ja, ich meine, Ratten beschwören. Ihr habt gesehen, wie gefährlich die sind. Gut, hier hat sich vermutlich nichts geändert. Aber wir fangen ja auch gerade erst an. Okay, hier unten sind noch einige Skelette. Hier auch. Ich lock den jetzt hier hin, weil, ihr habt es vielleicht gesehen, durch Kampfgeräusche werden andere Gegner angezogen. Und nicht, dass mir jetzt hier einer durchläuft und ich den verpasse. Wir wollen ja doch die maximale Erfahrung hier aus dieser Grube ziehen. Ein Dietrich. Ja, jetzt teilen wir wenigstens mal ein bisschen aus. Geil. Dietrich und Gold. Und speichern. Also auf eine Kriegerfähigkeit habe ich auf jeden Fall schon Auge geworfen und das ist die Reparieren-Fähigkeit. Ich glaube, dass die uns früher oder später doch richtig gut aushelfen kann. Besonders wenn wir dann mal eine Waffe haben, von der wir uns vielleicht nicht sofort trennen wollen. Überragend. Ah, okay, das war der Saphir-Schlüssel, damit man hier eine Abkürzung hat. Wahrscheinlich, um wieder hochzukommen, aber da wir ja eh die Teleportationspyramiden haben, haben wir kein Problem. Aber das ist vermutlich nicht selbstverständlich. Okay. Der Helm scheint auch abgedankt zu haben. Ja, ist halt alles auch zerstört und zerbrochen. Es sind keine sonderlich starken Gegenstände, die wir haben. Aber es ist halt auch Anfangsloot, von daher... Ich halte es jetzt auch für schwachsinnig, jetzt groß was zu kaufen. Jetzt brauchen wir vielleicht ein bisschen Hilfe. Jetzt wird's eng. Oh shit. Oh shit. Okay. Das war haarscharf. Und jetzt können wir uns... Genug jetzt mit der Magie. Genug jetzt mit der Magie. Alles klar, ist ja gut. Musst du nicht gleich schreien. So. Mein Flasch hilft uns nichts. Jetzt ist er gesättigt. Ey, wenn ich dir sage, du sollst essen, dann isst du. Also wir haben für den Notfall auch noch Heiltränke. Muss ich jetzt gar nicht gleich verwenden. Die sehe ich eher so als Notration. So. Wie geht's denn hier weiter? Na, wir können zumindest noch den einen oder anderen Meteorschlag abfeuern. Nochmal Gold. Und da ist noch eine magische Kugel, die ziemlich geil aussieht. Ja. Mal sehen. Ein Magietrank. Enthält alles nichts. Wundern, ich gehe jetzt zur Sicherheit nochmal einen kleinen Rundgang, einfach um zu schauen, hier ist hier noch jemand.
kann ich noch ein Skelett mitnehmen, weil die Erfahrung ist extrem wichtig für uns am Anfang. Die Skelettkrieger sind zwar unangenehm, aber jetzt noch nicht so stark. Deswegen müssen wir wirklich jeden von denen mitnehmen. So, hier ist noch einer. Scheiße. Nee, komm. Ciao. Okay, irgendwas. Die Spitzhacke ist fast zerstört. Können wir schlafen? Ja. Ich gehe mal zu Georg. Verkaufe unsere kaputten Gegenstände. Mal schauen, ob wir dafür noch was bekommen. Ja, ich meine, wir kennen den Text. Mal sehen. Ne, das ist der Kurzdolch. Messer. Messer. Knüppel. Naja. Ich meine 10 Gold. Okay, das muss ich jetzt hier eingeben, vermutlich. Hat es jetzt geklappt? Sieht so aus. Ich werde wiederkommen, mein Freund. Danke dir. Ciao, ciao. So. Gleich auch mal ein bisschen Gewicht losgeworden. Ach, die Sand. Ach komm, das mache ich wann anders. Die werden uns jetzt nicht hier groß. Das Inventar kaputt machen. Tolles Deutsch, Junge. Ganz gutes Deutsch. So. Speichern wir nochmal, bevor wir zurückkehren. Weil wir werden ja gleich erwartet hier. Ich glaube, Lanilo hat der Rechen und die Spitzhacke gehört. Der wird sich freuen, wenn er den ganzen Scheißdreck nochmal kaufen muss. Oh, okay. Was haben wir hier Schönes? Die nächste magische Kugel. Diese Tür ist fester verschlossen als die Bierkasse eines Zwergs. Ein verschlossenes Tor, ein Bücherregal ohne alles. Hier unten ist eine Treppe. Manuskript, das lesen wir gleich. Die aufregenden Geschichten des Barbaren Rotbark, erster Teil. Rotbark war ein mächtiger Barbar, der auf einem prächtigen weißen Ross die Welt durchreiste. Es heißt, dass er aus einem kleinen Clan der Grasländer stammte, aber niemand kennt seinen Ursprung mit Gewissheit. Rotbarks Begleiter war ein stämmiger Zwerg mit Namen Ekmar, der in Glenborus als fähiger Schmied bekannt war. Eines Tages beschloss Rotbark, dass es an der Zeit sei, einen Drachen zu töten, um somit seine Männlichkeit und Stärke unter Beweis zu stellen. Gemeinsam mit Ekmar machte er sich auf zu einer Höhle, in der ein riesiger Drache hauste. Der Kampf war hart und blutig und einen Augenblick sah es so aus, als würde Rotbark als nächste Mahlzeit des Drachen enden. Jedoch gelang es ihm mit Hilfe des Zwergen Ekmar und durch seinen unbezwingbaren Willen, den er von seinem Vater geerbt haben soll, die Bestie zu besiegen und eines der riesigen Hörner als Beweis seiner großen Tat mitzunehmen. Schöne Story. So. Magische Missgeschicke Teil 3. Dickköpfige Dämonen. Gibt es auch andere? Ja, gut. Gute Frage. Schauen wir mal hier. Hier brennen, werden die Kerzen angezündet. Sieht mir ganz nach diesem Konstrukt aus. Das ist so eine Art Anleitung, möglicherweise. 24. Septem 1207. Diesem verdammten Wiederbelebungszauber Macht zu verleihen, verschlingt mehr Zeit, als ich mir jemals vorstellen konnte.
Der Gedanke daran, derart lange unter den Toten weilen zu müssen, bevor ich wiederbelebt werden kann, lässt mein Blut gefrieren. Ich habe zu viele tote Feinde, die meine Ankunft in der Hölle mit Freude säen. Ich muss die verbleibende Zeit nutzen und eine Möglichkeit finden, die mir ewiges Leben verheißt. 31. September 1207. Welch ein Irrtum war es doch, meine Studien über den Tod mit diesen begriffsstutzigen Heilern von Alaroth diskutieren zu wollen. Sie brandmarkten mich als gewissenlosen Mörder. Wollen Sie nicht verstehen, dass Experimente an niederen Lebensformen wie Kaninchen, Katzen und Bauerngesindel für den Fortschritt der Wissenschaft unumgänglich sind? Diese Narren, sie werden schon bald die unglaubliche Macht meines Wiederbelebungszaubers erkennen müssen. Ich werde aus der Gruft auferstehen und während sie noch staunen, werde ich sie alle dahin metzeln. Okay. Die Heiler von Alaroth haben, wie es scheint, nicht nur Freunde. Und hier hat jemand ein bisschen mit Wiederbelebung rumgezündelt. Die Fässer enthalten nichts. Okay, die Kerzen können wir anzünden. Halleluja, ein Skelett. Und der Skelettkrieger hat sogar eine Gesinnung, der ist uns feindlich gesinnt. Können wir das nochmal machen? Nö. Na gut. Was hat das wohl bewirkt? Der war uns feindlich gesinnt. Wahrscheinlich ist da eine wunderbare Freundschaft dran zerbrochen an diesem Kampf. So. Speichern hier unten, warten schon Skelette in dem anderen Raum. Ich lade das jetzt kurz. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich lade das jetzt schnell. Da ist noch ein Skelett dazwischen gekommen. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Es ist höchste Zeit aufzubrechen. Ja. Stopp. Stopp. Laden. Quick Save, ja. Ich glaube, das Skelett wurde von dem Kampfgeräusch hier oben angezogen. Ich werde dem jetzt einfach so schnell den Garaus machen. Quicksafen wir hier nochmal schnell. Das sind Orks. Okay, hier unten ist zu. Ich denke, mit denen werden... Also er hat uns ja gerade schon angesprochen. Mit denen werden wir uns mal unterhalten. Ja, wie synchronisiert man den Ork? Er ist auf jeden Fall Smirok. Oloi, Mensch. Du kommen. Smirok mit dir will reden. Keine Waffen du brauchst. Ich hoffe, dass man das halbwegs anständig versteht. Sonst müsst ihr einfach hier den Untertitel mitlesen. Wie ist dein Name, Ork? Und warum sollte ich einem Ork trauen? Noch dazu wirkst du selbst für einen Ork nicht vertrauenswürdig. Was willst du, Ork? Und es ist höchste Zeit aufzubrechen. Ah.